Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich bei meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Wir haben im Vorfeld schon besprochen, was man unter dem Algorithmus versteht, einem Programm und den Programmiersprachen. Und hier habe ich vermerkt, eben, dass das Erlernen einer Programmiersprache nicht schwierig ist, da das Vokabular und die Grammatik nicht besonders umfangreich sind. Das heißt, die normierte Sprache zu lernen ist nicht so schwierig. Das heißt, zu wissen, was ein Print bewirkt, zum Beispiel in einer Programmiersprache, ist nicht so schwierig. Was aber doch etwas schwieriger ist, das ist, die entsprechenden Algorithmen zu entwickeln. Das heißt, die Art und Weise, wie man Probleme lösen kann. Wenn ich das hier nochmal diesen Ablaufplan hier zeige. Das heißt, es ist weniger schwierig, hier etwas in den Editor einzutippen und zu wissen, was bestimmte Befehle bewirken, die ja dann gespeichert werden in der Datei und dann ausgeführt werden, sondern es ist eher schwierig, hier einen richtigen Algorithmus zu entwickeln. Also wie kann ich bestimmte Probleme lösen? In welcher Reihenfolge muss ich mein Problem zum Beispiel angehen? Das heißt, das Erlernen einer Programmiersprache ist nicht wirklich schwierig. Das kann man recht einfach lernen. Es gibt nicht zu viele Vokabeln in einer Programmiersprache. Schwieriger ist es dann, tatsächlich so einen Algorithmus zu entwickeln.